Mahlzeit. Ich bin Gunn. Ich bin Alex. Wir wissen ja alle, dass Reis ist die Kern des asiatischen Essens. Mit Reis kann man mit sehr vielen verschiedenen Methoden kochen. Aha. Was wir heute mitgebracht haben, ist die Methode, die weltweit populär ist. Und zwar die gebratene Reis. Und wie wir es heute machen, ist die Basic davon. Wenn du Anfänger bei Kochen bist, ist das perfekt für dich. Okay, es klingt interessant. Dann los geht's! Ohne Lochzwiebel ist die gebratene Reis unvollständig. Erstmal die Feinhacken. Und Eier sind genauso wichtig. Wir separieren sie zuerst, um das Eigelb in der Reis hinzufügen. Danach rühren wir die Reis mit dem Eigelb rum, bis zum jeden kleinen Reis gelb geworden ist. Und dann braten wir das Eiweiß alleine an, gern ein bisschen trockener. Dann geben wir auch die Reis in die Pfanne hinein. Mit gebratenem Reis sollen wir etwas trockener Reis benutzen. Wenn es zu klebrig ist, wird am Ende nicht so toll schmecken. Normalerweise kochen wir 3 Tassen Reis mit 3 Tassen Wasser. Aber hier zum Beispiel habe ich nur 2,5 Tasse Wasser benutzt. Das ist ein guter Trick. Nachdem wir Salz und Pfeffer hinzugefügt haben, können wir auch den Lauchzwiebeln und das Eiweiß hineinwerfen. Ach stimmt, durch den ganzen Prozess müssen wir die Pfanne immer fleißig bewegen. Dann können wir es eigentlich schon essen. Aber wenn du es schöner servieren möchtest, kannst du es in eine Schüssel reintun und darauf einen Teller und dann schnell umdrehen. So ist noch besser, oder? Oh ja, wunderschön. Dann guten Appetit. Wenn unser Video dir gut gefällt, interessant findest oder sogar schon gut geschmeckt, dann bitte auf Likes klicken. Wenn du Bock hast, uns ein bisschen Feedback geben, aber Hauptsache abonnieren. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Video bei Lauchs Küche. From this episode on, we are going to have a completely new session. We are going to share with you some very easy but useful German words, phrases, or any kind of interesting culture that we've learned in Germany. Right? So what's our topic today? Our recipe this week was fried rice. Why don't we learn how to pronounce the word rice in German? It's actually not that easy. Yeah, I know. Well, then first we'll have to know how to pronounce the letter R in German. Exactly. There are actually 2 types of pronunciation of R. There's one easy one and another one is slightly harder. So let's get an example of the easy one. Mm-hmm. Let's say butter. Yeah, butter. How to say butter in German? Butter. Just very relaxed and easy, simple ending of the word. Butter. Butter. Relax. Butter. Butter. Schwester. Bruder. Vater. Mutter. Großmutter. Großvater. So, this is the easy one. Right. The easy R in German. How about the difficult one? Well, the best example of the difficult one is our topic today. Rice. Okay, watch out. Rice. 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 You are kind of exaggerating. No. It's more or less like this. Oh, wow. Rice. Yeah, well, the R requires practicing. By the way, how did we learn that at the beginning? Well, I used to practice that with some water. Ah, right, me too. So drink some water and leave it in your throat and try to vibrate it. Yeah, exactly. Like we all used to do when we were a kid. But be careful, don't choke yourself. Try to remember that feeling, and after practicing like this for several times, we can start to do without water. Like. But remember that it's not the same as the tongue rolling in front, like. But it's more like the back. At the back of the tongue, like. Yeah, exactly. So that's basically how we pronounce the German R. It's actually not so hard.
Doch, doch. Just try to practice yourself. It takes a few days. And please let us know if you like this German session at the end of the video. Comments below. And if you like it, please give us a like, subscribe, and if possible, share with a friend. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video bei Lauchs Küche.